Also jetzt mache ich alles, kümmere mich und so, aber am Anfang, ich habe mich nicht gekümmert, ich habe mich so voll King gefühlt, mir Sachen gekauft und so. Deswegen mache ich das jetzt alles. Das Einzige, was ich bereue, aber mein Leben, alles gut. Ja. Und ein paar Manager bereue ich. Aber scheiß auf die. Hast du oft schon gewechselt, den Manager? Wie oft habe ich gewechselt? Ich glaube dreimal. Dreimal. Also warum? Zwei waren. Boah, Alter, ich habe ausführlich in meinem Buch darüber geschrieben. Also verarscht auf jeden Fall. Also auch wenn du am Anfang Clubauftritte machst, da zwackt man mal Geld ab, unterdrücken. Aber ich bin so, wenn mich einmal jemand anschreit, ich bin weg. Und dann hat mich der zum Beispiel von meiner Mutter übelst angeschreit, was denkst du, wer du bist? Du Stück Scheiße, du hörst auf mich, ich mach gar nichts mehr für dich. Und ich war der Star, so offiziell, er war ein Nichts. So. Ja. Hat mich dumm gemacht, ich so, weißt du was, verpiss dich. Und dann war er direkt aus meinem Leben raus. So. Okay, bist du konsequent. Und ja, aber ich wurde schon krass verarscht. So. Ich bin glücklich, dass ich jetzt angekommen bin. So finanziell verarscht? Oder? Ja, auch. Unnormal finanziell verarscht, aber zum Glück geht's mir gut. Und jetzt bin ich angekommen und ich mache das seit 6 Jahren und bin jetzt erst angekommen. Also das Business ist sehr gefährlich. Was hast du auch solche Erfahrungen gemacht? Ich habe auch Management immer gewechselt. Ich hatte bis vor einem Jahr noch kein Management, habe 2 Jahre mein Management selber gemacht. Und es war aber eine super Schule, weil ich da auch irgendwie dann gecheckt habe, okay, was will ich eigentlich vom Manager? Mhm. Weil manche brauchen halt eigentlich so einen Babysitter. Mhm. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche jemanden, der für mich diese Telefonate führt und so. Ja. Weil ich mache immer noch mein Management auch irgendwie selber. Und ich finde, wenn man die meisten Künstler machen das, die geben das nie komplett aus der Hand. Ich finde, man ist so ein Team mit dem Manager. Genau. Man ist wie so eine Person. Man spielt sich zu. Aber wenn man halt noch gar keine Erfahrung hat, dann kommt so ein Manager rein und du weißt ja noch nicht, wie das läuft. Also was macht eigentlich Management wirklich? Was sind die Aufgaben? Was brauchst du von dem? Du kannst keine Ansagen machen. Du musst dich halt 100% auf den verlassen. Du bist wie Fleisch. Du bist einfach Fleisch, Alter. Die stürzen sich alle drauf. So eine Sachen passieren halt, dass man sich dann trennt. Ich glaube, das ist wichtig auch. Und dann findet man einen. Oder und dann würde man nicht. Das ist wie eine Beziehung. Ich finde immer, Manager und Künstler ist wie eine Beziehung. Du musst erst mal lernen, dass du verarscht wirst und dann weißt du nie wieder sowas. Wie eine Beziehung. Achtet ihr jetzt auf so Dinge wie Finanzen? Also habt ihr da mal einen Blick drauf und kontrolliert das? Übertrieben, ja. Ich habe am Anfang gar nicht drauf geachtet. Man hätte mit mir alles machen können, Alter. Und jetzt, ich achte drauf, alles läuft gut. Ich bin übertrieben dankbar. Mega geil. Also man muss auf jeden Fall, wenn man in das Business will oder im Business ist, aufpassen, aber ist schwierig. Man kann eigentlich niemandem trauen eigentlich. Ich finde, wir sind ja auch im Studio so. Und es gibt so Tage, wo man halt dann so Briefe öffnet, Finanzen checkt, mit allen irgendwie über sachliche Sachen redet. Aber wenn ich im Studio bin, dann sage ich denen auch, bitte heute nicht. Mhm. Ich will davon nichts wissen. Weil wenn du so kreative Arbeit machst, dann ist eine ganz, dein Kopf, du brauchst den ganzen Kopf nur für das. Ja. Weil wenn ich zwischendrin noch so Management-Sachen mache, dann kann ich nicht mehr, du musst kann ich keinen Song frei schreiben. Sein, Ich finde auch, man macht sich so Tage, da macht man so nur Papier und so einen Scheiß und dann macht man die Tage das so. Das ist übertrieben schwierig, finde ich, mit Management. Also doch ein bisschen fake, das Ganze, wenn wir zum ersten Film zurückgehen. Fake ist nicht, also was denn? Die Management? Dieses Manipulative. So es ist extrem manipulativ. Ja. Immer wo es um Geld geht, umso höher das Geld wird, umso mehr werden die Menschen auf einmal manipulativ und die werden auch so richtig nett am Anfang, so übertrieben nett, überhäufen dich. Bei mir war das auch so, alles bezahlt, überall hingefahren, alles gemacht, Arsch geküsst. Und dann auf einmal, wenn du dir denkst, oh, die sind voll cool, dann schnappen die zu. Und dann, denk nicht das, du machst das nicht, bla bla bla, halt deine Fresse. Dann bist du gefickt. Ich sag immer, das ist so ein bisschen so wie Zuhältermäßig. Okay. Aber das Ding ist, der, den ich hatte, aber ich kann den Namen nicht nennen, ich habe dann im Buch auch einen anderen Namen genannt. Der, den ich hatte, der war ja auch, also ich hatte eine beste Freundin und die beste Freundin war für mich so mein Leben. Und wenn ich jemanden liebe, ich mache die Person auch Fame. Und ich habe die halt Fame gemacht, von 5.000 Abonnenten auf 100.000. Und dann meinten die eines Tages zu mir, ja, was denkst du, was du für sie gemacht hast? 100.000 ist jetzt auch nicht so viel. Wow. So viel hast du uns jetzt auch nicht gebracht. Und ich so, gebracht? Ach, sowas bin ich also. So richtig krank und er war ihr Zuhälter. Also sie war noch nebenbei Nutte, so das wusste ich nicht mal. Habe ich dann rausgefunden. Ich so, okay, ciao Leben, Alter, ich wurde komplett verarscht. Richtig krank. Und ich habe die geliebt über alles. Ich habe alles für sie gemacht, überall reingezogen. Die war auf einmal bekannt, Presse, alles. Ciao Leben.